Hallo und herzlich willkommen zur finalen Folge des PokéRogue Endless Guides. Ja, es ist die letzte Folge, was aber nicht heißt, dass es keine PokéRogue Videos mehr geben wird. Ich möchte einfach nur nicht jedes Video Endless Guide nennen. Wie es mit PokéRogue weitergeht und Pokémon allgemein hier auf dem Channel, werden wir im zweiten Teil des Videos besprechen. Im ersten Teil gucken wir uns spezielle Angreifer an und wir werden die Kommentare durcharbeiten, weil ich habe euch gefragt, was eure Lieblingsfusionen sind und da hat vor allem Chris Score sehr, sehr aktiv drunter kommentiert. Vielen lieben Dank dafür. Wie versprochen gehen wir jetzt nochmal alle Kommentare durch und ich zeige euch visuell, wie diese Fusionen funktionieren. Bevor wir zu den ersten drei Pokémon in diesem Video kommen, möchte ich euch einmal Drachenkräfte und Lichteinschlag vorstellen, denn das sind Attacken, die Chris Score immer auf seinen Special Attack Carries verwendet. Außerdem werde ich euch Überschallknall erklären, denn diese Attacke wird später ebenfalls wichtig. Drachenkräfte ist eine Drachenattacke mit 150 Base Power, die beide Gegner trifft. Allerdings mindert sich ihre Stärke, wenn unser Pokémon unter 100% Leben hat. Lichteinschlag ist eine Psychoattacke mit 80 Base Power, die aber alle Pokémon trifft, also auch unser eigenes. Wenn Lichteinschlag trifft, wird die Spezialverteidigung um 2 Stufen gesenkt. Überschallknall ist eine Attacke des Typs Normal, die 140 Base Power hat und ebenfalls alle Pokémon auf dem Feld trifft. Es sei denn, ein Pokémon hat Lärmschutz als Fähigkeit. Die erste Fusion heute ist Palkia, welches wir mit einem Psychopatra fusionieren möchten. Palkia hat die passive Fähigkeit Temposchub, wodurch sie seine Initiative um 1 steigt jede Runde. Psychopatra hat die Fähigkeit Profiteur. Jedes Mal, wenn der Gegner seine Statuswerte erhöht, bekommen wir dieselben Werte ebenfalls erhöht. Dadurch ist Palkia ein super Setter, super schnell. Und der Gegner kann sich nicht stärken, ohne dass wir auch gestärkt werden. Durch diese Fusion erhalten wir ein Wasser-Psychotype. Als zweite Fusionsidee schrieb Chris Score Rayquaza und Coronospa für Reitgespann. Kurz zu Rayquaza. Es hat von Natur aus schon Anspannung, wodurch der Gegner keine Bären mehr essen kann. Sehr, sehr gute Fähigkeit. Dadurch würde ich kein Coronospa mit einem Rayquaza verbinden, aber es ist dennoch keine schlechte Fusion. Rayquaza hat 180 Angriff, 180 Spezialangriff. Man kann sich also aussuchen, ob es ein Angreifer oder Spezialangreifer werden soll. Coronospa habe ich ja schon mehrfach erwähnt in meinen Videos, aber ich werde mal ganz schnell erklären, wie es funktioniert. Ein Coronospa hat auch die Fähigkeit Anspannung, durch die Gegner keine Bär mehr essen kann. Wenn es Zügel erhält, entwickelt es sich. Dabei behält es aber die Anspannungsfähigkeit und bekommt ein Viren dazu. Wollen wir Coronospa mit einem physischen Attacker kombinieren, nehmen wir die eisigen Zügel, denn dadurch kriegt es helles Viren dazu, was den Angriff erhöht für jedes Pokémon, was wir besiegen. Haben wir einen Spezialangreifer, nehmen wir die schattigen Zügel, denn dadurch bekommt es dunkles Viren, welches den Spezialangriff für jedes Pokémon erhöht, das wir besiegen. Eine dritte Fusion ist mein persönlicher Favorit. Bevor wir mit Mewtwo eine Fusion machen, müssen wir allerdings mehrere Attacken auf Mewtwo übertragen. Das machen wir, indem wir Pokémon mit Mewtwo fusionieren, die Attacke lernen und dann wieder defusionieren, bevor wir es mit dem finalen zweiten Pokémon fusionieren werden. Es wäre von Vorteil, wenn man in seinem Startteam Gengar mit Drachenkräfte dabei hat. So kann man sehr einfach Drachenkräfte auf das Mewtwo übertragen. Die zweite Attacke, die wir auf Mewtwo brauchen, ist Überschallknall. Überschallknall kann von diesem Pokémon hier erlernt werden. Das Problem ist, dass unser eigenes Partner-Pokémon davon getroffen wird. Man könnte jetzt überlegen, ein Pokémon mit Lärmschutz dazu zu holen. Hier wären einmal die Beispiele von allen Pokémon, die Lärmschutz erlernen können. Ist aber nicht unbedingt notwendig. Und die letzte Attacke, die wir brauchen, ist Lichteinschlag. Hier seht ihr alle Pokémon, die Lichteinschlag erlernen können. Aber auch Lichteinschlag kann unser eigenes Partner-Pokémon treffen. Deswegen wäre es von Vorteil, wenn unser zweites Pokémon vom Typ Unlicht wäre. Denn Unlicht hat eine Immunität gegenüber Psychoattacken. Das ist eine Menge Vorbereitungsarbeit, die sich aber definitiv lohnt. Mega Mewtwo hat in seiner Y-Form 194 Spezialangriff, was erstmal absolut crazy ist, und die passive Fähigkeit Zerebralmacht, wodurch sich die Stärke von sehr effektiven Attacken erhöht. Passend zu seiner Passive hat Porygon Z die Fähigkeit Anpassung, wodurch sich der Typenbonus von 1,5 auf 2 erhöht. Das bedeutet Step, also Same Type Attack Bonus Attacken, machen 33% mehr Schaden. Wir sind vom Typ Psycho und Normal. Dadurch hauen Lichteinschlag und Überschallknall richtig rein. Und wenn wir noch ein Partner-Pokémon, also ein zweites daneben haben von Typ Unlicht mit der Fähigkeit Lärmschutz, kann dem auch nichts passieren.
Das waren die Lieblingsfusionen von Chrisgor. Er hat außerdem zwei Fähigkeiten erwähnt, die ich euch unbedingt vorstellen möchte. Es handelt sich um Unheilsschwert und Unheilsjuwelen. Solange Boa Jiam auf dem Feld ist, wird die Verteidigung von allen anderen Pokémon um 25% gesenkt. Solange Yuyu auf dem Feld ist, wird die Spezialverteidigung von allen Pokémon um 25% gesenkt. Das sind zwei sehr, sehr starke Fähigkeiten. Chrisgor hat aber noch mehr Tipps für uns. Denn er hat noch eine Alternative zu Mega Simsalar. Denn Mega Simsalar hat keine perfekten Fähigkeiten, wodurch man quasi gezwungen ist, Mega Simsalar mit irgendwas zu fusionieren. Durch seine Alternative bräuchte man theoretisch keine Fusion. Die Rede ist von Mega Gardevoir. Gardevoir hat 165 Special Attack und 100 Initiative. Sehr, sehr gute Werte. Außerdem hat es die passive Fähigkeit Psychoerzeuger, genauso wie Simsalar. Zusätzlich dazu hat es aber die Fähigkeit Feenschicht, welche alle Attacken von normal den Typ Fee annehmen lassen und ihre Stärke nochmal um 20% erhöht. Zusätzlich dazu, dass wir durch diese Veränderung des Types Stat-Bonus verursachen. Wenn wir uns die Eggmoves anschauen, rechts unten, sehen wir, dass es Überschallknall kann. Und Überschallknall haben wir ja schon kennengelernt. Ausgeführt von Gardevoir wird Überschallknall die stärkste Feenattacke im Spiel. Wie bereits erwähnt, benötigt Gardevoir keine Fusion. Möchte man es dennoch fusionieren, eignet es sich aber perfekt dazu. Denn als erstes Pokémon behält es den Psychotyp und gibt die Passive Ability Psychofeld weiter. Als zweites Pokémon gibt es den Feentyp weiter und die Fähigkeit Feenschicht. Als letzten Punkt hat uns Chrisgor noch einen Geheimtipp verraten. Ein Pokémon, wo ebenfalls Passive und Main-Fähigkeit bereits perfekt synergieren. Die Rede ist von Regigigas. Er schrieb: Schau dir mal den Poké-Rogue-Dex-Eintrag von Regigigas an, welche versteckte Fähigkeit es haben kann. Das habe ich natürlich gemacht. Als Passive Ability hat Regigigas die Fähigkeit Geistiges Auge. Geistiges Auge bewirkt, dass die Genauigkeit von Regigigas nicht gesenkt werden kann. Außerdem ignoriert es den Ausweichwert des gegnerischen Pokémons, wenn es zum Beispiel Doppelteam einsetzt. Und das Wichtigste ist, mit Geistigem Auge können wir Geist-Pokémon mit Normalattacken und Kampfattacken angreifen. Kommen wir jetzt zu dieser mysteriösen, seltenen Fähigkeit, die Chrisgor meinte. Regulierung bewirkt, dass jede Attacke, die von diesem Pokémon ausgeführt wird, eine Normalattacke wird. Das ist sehr, sehr geil, weil so machen wir mit jeder Attacke auch Step-Bonus-Schaden. Das ist eine sehr gute Synergie zu dem geistigen Auge. Damit hätten wir alle Kommentare abgearbeitet. Ich habe aber noch eine Empfehlung für euch. Wenn ihr Bonbons farmt, müsst ihr unbedingt das letzte Video von Heaven schauen. Dort wird eine Mechanik erklärt, die ich so noch nicht kannte und ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass das überhaupt funktioniert. Richtig crazy, ihr spart so viel Zeit beim Bonbons farmen. Guckt euch dieses Video an. Ich werde das Video auch hier oben verlinken. Könnt ihr einfach draufklicken und das Video gerne anschauen, nachdem ihr mein Video zu Ende angeguckt habt natürlich. So, kommen wir zurück zu Poké-Rogue. Normalerweise würde ja jetzt der Run-Teil kommen. Allerdings habe ich Dulli den Run gelöscht. Ich wollte den Scarabon Bonbon Farm Run überschreiben. Keine Ahnung, wie ich das wieder hingekriegt habe, ehrlich. So dumm kann kein Mensch sein. Aber ich muss auch ehrlich sagen, Poké-Rogue bin ich etwas ausgebrannt zurzeit. Es wird auf jeden Fall noch irgendwie mal so ein Classic Mode Video oder vielleicht ein Monotype Challenge Video kommen. Aber ich habe eigentlich mehr Bock Richtung Pokémon, die Team Rocket Edition vorzustellen. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt. Das ist ein Fanmade ROM-Hack. Ich glaube, ich muss hier niemandem mehr erklären, was ein ROM-Hack ist. Ich werde nicht zu viel verraten, aber das Spiel ist richtig, richtig cool. Mit so vielen Easter Eggs und Fanlore. Allerdings ist dieser ROM-Hack nur auf Englisch. Aber wenn ich dieses Spiel spielen werde, hier auf dem Kanal, werde ich komplett übersetzen. Ich werde jede Textbox übersetzen. Und das wird dauern, denn ich mache auf meinem Kanal keine Let's Plays in mehreren Teilen. Ich möchte, dass jedes Video ansehbar ist, ohne dass man das vorherige kennt. Deswegen wird es ein sehr langes Video, sehr viel Arbeit. Ich weiß noch nicht genau, wann ich das bringe. Und was hier noch auf dem Kanal auf jeden Fall Richtung Pokémon kommen wird, sind natürlich die Main Series Games. Ich habe in Legend Arceus so viele Stunden verbracht. Es hat mir so viel Spaß gemacht und ich habe leider nicht Videos gemacht zu dem Zeitpunkt. Also Pokémon Legenden ZA werden wir definitiv richtig reinsuften. Ich werde euch jetzt sogar noch mal kurz meinen Legenden Arceus Account vorstellen, weil da bin ich richtig, richtig stolz drauf. Das Spiel habe ich gegrindet ohne Ende und ich ärgere mich immer noch, dass ich damals keine Videos gemacht habe. Ich habe das Spiel echt so hart durchgesuchtet.
Es ist so nice. Und ich hoffe sehr, dass Legenden ZA genauso werden. Ich habe hier Pokédex vervollständigt, natürlich, ne? Auch alle Inkognitos gefangen. Ich habe alle Geisterlichter für Kruppo gefarmt. Ich hatte einen Living Dex, den ich jetzt nicht mehr zeigen kann, weil ich anscheinend alle meine Pokémon übertragen habe auf Pokémon Home. Ich wollte da auch einen Living Dex anfangen. Ich war sehr motiviert, als ich hörte, Karmesin Pupo kommt raus. Schade, dass die Spiele so kacke waren. Aber ja, wir werden mit dem Pokémon-Legenden ZA auf jeden Fall sehr viel Spaß haben. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.